Mein Name ist Thomas Blischke, bin seit 2008 Physiotherapeut und bin hier Dozent für die angehenden Physiotherapeuten. Das Wichtigste im Fachbereich hier ist, dass wir nach dem Prinzip des POLs unterrichten, dem problemorientierten Lernen, wobei versucht wird, theoretische Inhalte schnell auf praktische Anwendungen zu komprimieren und damit der Schüler relativ fit für die Praxis gemacht wird im Rahmen des Praktikums. Ja, die häufigste Frage, die ich zu hören bekomme, ist, wo man als Physiotherapeut arbeiten kann. Das Tätigkeitsspektrum eines Physiotherapeuten, das bezieht sich in der Arbeit in einer Klinik, in einer Reha-Klinik, im Krankenhaus, in einer niedergelassenen Praxis, in verschiedenen Schwerpunkten, innere Medizin, Chirurgie oder Orthopädie, als Beispiel genannt. Als Dozent ist das Schönste, was ich bis jetzt erlebt habe, lachende Gesichter meiner Schülerinnen und Schüler und ein positives Feedback, wenn sie nach dem Praktikum kommen, dass alles, was wir mehr oder weniger gelernt haben, anwendbar ist. Ich würde denen wünschen, dass die zukünftigen Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten mehr Zeit für eine Behandlung haben und selbstständig entscheiden können, inwieweit sie gewisse Techniken anwenden können oder eben nicht.